Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us. Und es ist Herbst. Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Ja, wir haben natürlich in der ganzen Zeit, wir haben jetzt ein paar neue Klotten an. Schauen wir uns das mal an. Ein schönes Holzfällerhemdchen. Ich fand seine alten Klotten besser. Die von Ellie auch wohl gemerkt. Aber es ist Herbst, also die brauchen wohl ein bisschen was anderes. Aber da muss man endlich mal anmerken. So am Rande jetzt mal. Ihr wart jetzt wie lange unterwegs, bitte? Und habt keine neue Munition und so gefunden. Ich hätte jetzt gewünscht, dass sie wenigstens so ein bisschen Munition bekommen hätten. Jetzt nicht so total übertrieben viel oder so. Aber so ein bisschen, ne? Warte mal, wie viel habe ich denn da? Ach, 20, okay. Ja, beim letzten Mal sind wir Abwege gegangen, als uns unsere Kameraden verlassen haben, sage ich mal. Endgültig verlassen. Im Sinne von, wir kommen nie wieder. Im Sinne von, wir bauen eine Molotow statt des geplanten Medikits. So viel dazu. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Na komm. Ja, es geht hier wohl runter. Oder auch nicht. Macht er nicht. Aber hier geht's lang. Ich wäre da jetzt eiskalt runtergesprungen, ne? Aber wir haben immer noch zwei Pfeile. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Darum war er bei den Firefights. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. Gehen wir weiter. Ja, war auch meine Idee. Ah, Ellie erfährt man mal so ein bisschen mehr über die Beziehung der beiden, also zwischen Tommy und so. Weil das war ja, ich glaube, das war so ein bisschen eintönig gehalten die ganze Zeit jetzt bis jetzt. Wieder so ein Megasprung, den natürlich unbeschadet übersteht, by the way. Also der Junge hat echt manchmal Beine und manchmal hat er nicht, ne? Eins ist gut, hier draußen in der Wildnis, hier trifft man so wenig andere Leute. Also ich rede jetzt von Klickern, ne? Was du siehst, ist ein altes Wasserkraftwerk. Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Hey, ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Ja, indem wir hier erstmal drehen, würde ich mal sagen. Ja, komm, dreh doch weiter. Tja, das war die Hälfte. Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber. Gucken wir doch mal hier. Könnte Joel rüberschwimmen, ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Und bevor ich das jetzt mache, schenken wir mal die Tür. Ja, das hat sich gelohnt, würde ich mal fast sagen. Okay, das ist irgendein Computermüll. So, wir haben vier Pfeile jetzt. Halleluja.
Ja, es bleibt einem wohl nichts anderes übrig, außer rüber zu schwimmen, fast würde ich sagen. Ob Joel das schafft, ist die Frage. Weil die Strömung sieht relativ stark aus. Ich überlege mir was. Warte hier. So, wo können wir denn mal an Land gehen hier drüben? Muss ja irgendwie gehen. Ich würde jetzt fast sagen, wir lassen uns einfach dagegen treiben. Und dann klettern wir dran hoch und dann, ja, ne? Das macht er wahrscheinlich nicht, nee. So, gucken wir mal so ein bisschen umher. Oh, da ist ein Gebäude, wo man rein könnte wohl. So, nochmal hoch. Und nochmal runter. Das schauen wir uns nämlich jetzt mal genauer an. Ja, ein bisschen hoch, so. Okay, das können wir nicht aufmachen, so. Okay, so auch nicht. Ja, Joel hat ein bisschen wenig Kapazität in der Lunge. So, gucken wir mal, können wir hier von da rein? Irgendwie muss man doch da reinkommen. Da ist die Öffnung, okay. Ja, Joel. Okay, irgendein Bug. Hoch, 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 hoch. Wow. Okay, hier ist auch noch eine Öffnung. Irgendwas muss hier da drin sein, was uns helfen kann, denke ich mal. Jetzt wäre das wohl nicht hier. Oder es ist tatsächlich einfach nur da. So, ist hier denn irgendwas? Hinweis. Löse die Holzplatten. Ja, das habe ich doch gerade improbiert, war ich doch gerade eben da, oder? Jetzt will das Spiel mich aber doch verarschen, oder? Da muss man das von innen tun. Ne, diese beiden Holzplatten soll ich lösen. So, gucken wir mal jetzt von innen, ne? Ach, von innen geht das. Okay, Ellie, du musst jetzt... Ich weiß. Steig auf die Scheißpalette. Es ist auch immer eine Palette da, komischerweise, ne? Es ist auch immer eine Scheißpalette da. So, wo können wir sie denn an Land lassen? Hier vorne.
Aber von innen, also die Bretter waren doch von außen, die das festgehalten haben, ganz ehrlich. So, dann schwimmen wir mal zurück. Also diese Strömung ist relativ stark eigentlich, also. Na los, dreht das Ding. Hey, sei vorsichtig da drauf. Na klar. Teamwork. Yeah. Süß. Ja, die beiden sind in der Zeit vielleicht ein bisschen zusammengewachsen. Finde ich cool auf jeden Fall. Okay, hier sind schon ein paar Kisten rum. Hier ist... Oh, ich hab Hunger. Ich weiß, hab ich auch. Das nächste Eichhörnchen muss man glauben. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Gut, wenn ich verhungere, ist das deine Schuld. Oh. Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Fabriksetting. So verbraucht. Also diese ganze... Ah, hier, Karte. Karte des Kraftwerks. Ja, ne? Den Staudamm haben wir gerade passiert, ne? Northwester Damm, ja... So, es könnte noch mehr sein. Nö, dann gehen wir mal nicht. Oh, wir könnten mal wieder... Ja, komm. Oh, die Dinger haben sich so bewährt. Deswegen, auf die möchte ich kaum noch verzichten. Und ich finde die Pistolen aber besser, weil wenn man damit einen Headshot setzt, dann ist das ein Headshot, ne? Also bei diesen kleinen Pissgegnern zumindest. Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Das ist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am? Danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Wir haben Tommy gefunden. Hi, endlich. Ich dachte, das dauert noch. Alter Alarm. Es sind Freunde. Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Oh, Mann. Pferde. Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. So,
Danke, Tommy. Kein Ding. Ich mag Pferde kraulen. Ich mag Pferde kraulen. Wir haben ja auch ganz viele Pferde. Also ich wohne direkt neben einem Ponyhof, jetzt ohne Scheiß, Leute. Ja? Was machst du hier? Und ich bin ein verkackter Brownie, also. Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Ja. Eigentlich haben wir es dann ja fast geschafft, ne? Ja, machst du die Tür auf? Ah, danke. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Ich will mein Waffenlager. Jetzt! Die haben doch hier hundertprozentig unendlich viele Waffen, wenn die hier mit einer ganzen Mannschaft angerückt sind. Bitte sag mir, dass hier irgendwo ein riesen Waffenlager ist. Ich sehe aber schon so, als ob wir uns hier rausschleichen müssten. Als ob das später alles Feinde wären irgendwie. Ich habe bei der ganzen Fabrik schon dran gedacht, dass das jetzt alles wieder so ein Heil-schießt-sich-durch-Ding ist. Ja, ihr seht doch hier überall die Deckung vielleicht und so. Hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Ja, wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Na, vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Woran liegt das wohl? Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Hey, ich komme hier rein und nehme euch alles weg. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Neue Waffe, El Diablo. Oh was yeah. Was haben wir denn? Eine neue Pistole, würde ich mal sagen. Die, ja, Nachladetempo. Ermöglicht die Waffe schnell nachzuladen. Also ein Revolver mit... Ja, hi, Schnuckelchen. Oh, freut mich, lacht da mein Herz. So, die bessern wir gleich mal ein bisschen nach. Was müsste ganz dringend erledigt werden? Ja, komm, hier das Nachladetempo. Jetzt, wir haben für den Bogen jetzt 4 Pfeile, jetzt kriegt er ein bisschen was. So. Dann kriegt das Ding hier noch in der... Nee, das Ding hasse ich wie die Pest. Nachladetempo. Nachladetempo, Schussfolge, Magazinkapazität. Die Holster haben wir alles. Eine Waffe kriegen wir noch, okay. Ja komm, wieder eine Zielgeschwindigkeit dann raus.
Finde ich gut so. So geht es doch. Ja, so, ne? Das finde ich schon wesentlich besser so mit den Waffen. So, gehen wir Tommy hinterher. Gucken wir uns mal diese El Diablo an. Ich kann hier nicht zielen. Und schießen erst recht nicht. Ich hab's gerade probiert. Naja, ist auch eine freundliche Umgebung. Wäre ja ein bisschen blöde hier mit einer Waffe rumzufuchteln. Okay, das ist gut. Absenken. Langsam. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Okay, und das war's. Fertig? Mach schon, drück drauf. Es geht los. Oh Mann. Geschafft, Jungs. Gut gemacht, Jungs. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Da siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Und gleich müssen wir uns den ganzen Weg zurückkämpfen. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ja, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, oh, ich bitte. Weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Mist! Räuber! Haltet sie auf! Lasst sie nicht ins Gebäude! Ja, das war so klar. Er hat eine scheiß Knarre. Ich hab nicht nur eine. Thank you.
Oh Mann. Oh Mann, die können schießen. Verdammte Kacke. Willst du mich verkackeiern? Okay. Was ist los? Ja, und ich würde mich jetzt gerne heilen. Erstmal nehmen wir jetzt. So, wir gehen hier unten lang. Okay, El Diablo ist geil. Die tötet mit One-Shot. Hat aber ihre eigene Munition, okay. Oh. Da hat mir einer eine übergebraten. Ja, Leute, an dieser Stelle mache ich diesmal eine Pause. Das war ein langer, langer Teil. 27 Minuten, boah. Okay, Pause, bis gleich.